Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit, in der nicht mehr die Kraft der Ellenbogen zählt, sondern die Weite der Herzen. Das ist der uralte Traum des Advent, der Ankunft des Neuen, des Anderen. Wir begrüßen Sie herzlich zu einer Andacht zum ersten Advent hier in der Evangelischen Kirche in Bergen. Vorerst beginnt mit dem ersten Adventssonntag nur ein neues Kirchenjahr. Aber das könnte sich ändern. Wir sollten immer damit rechnen. Eine neue Zeit beginnt. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Jesaja träumt. Ich sitze vor einer Hütte in der Sonne. Um mich herum ist es still und friedlich. Auf meinem Schoß sitzt ein kleiner Knabe. Woher er kommt, ich weiß es nicht. Aber es macht auch nichts, es ist in Ordnung so.
Und plötzlich höre ich ein Geräusch. Die Tür der Hütte öffnet sich. Sie knarrt. Und mit geschmeidigem Schritt schleicht ein Löwe heraus. Ich muss das Kind in Sicherheit bringen, denke ich. Aber trotzdem sitze ich da wie gelähmt. Der Löwe schleicht heran und lässt sich zu meinem Erstaunen vor meinen Füßen nieder. Der Knabe beugt sich herunter und streichelt den Löwen. Und der Löwe lässt sich das alles gefallen. Und nicht weit von uns entfernt entdecke ich ein Schaf mit zwei Lämmern. Und wieder öffnet sich knarrend die Tür der Hütte. Und ein Wolf kommt heraus. Und die Schafe haben gar keine Angst vor dem Wolf. Sie nähern sich und der Wolf und die Schafe legen sich zu dem Löwen. Und der Knabe, er freut sich und er springt von meinen Schoß und er spielt mit den Tieren. Ja, wie im Paradies, denke ich. Wie im Paradies. Hier weht nicht der Geist der Welt. Hier weht der Geist des Herrn. Hört den Traum Jesajas, wie er in der Bibel steht. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, doch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüfte. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen. Und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Der Prophet Jesaja beschreibt eine paradiesische Welt, ähnlich der, die er in seinem Traum erlebt hat. Diese Welt ist durchweht vom Geist des Herrn. In der Realität würde der Wolf das Lamm verschlingen. Doch im Paradies seiner Vision lagern sie nebeneinander. Wie sähe wohl die Vision eines Friedensreiches aus, wenn wir unsere heutige Welt betrachten? Die große, aber auch die kleine, die eigene. Ja, wie könnte sie aussehen,
eine friedliche Welt. Wie könnte sie sein, die neue Zeit? In meinem eigenen Leben, im Leben auf diesem Planeten? Nehmen wir doch uns eine Minute zum Träumen. Ein Friedensreich. Wie könnte das für mich aussehen? Ich male es mir aus. Lasst uns unsere Träume mit hineinnehmen in die Worte Jesu, wenn wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es liegt nicht nur an Ihnen und nicht nur an mir, wann und wo die neue Zeit anbricht. Jesus hat gesagt, sie fängt immer schon an, mitten unter uns, aber so klein, dass wir es meist übersehen. Aber sie wächst wie kleine Samenkörner. Wie sagte neulich jemand, um das Mögliche zu erreichen, muss man das Unmögliche anstreben. In diesem Sinne, eine gesegnete Adventszeit. Thank you.
Gott segne euch, die ihr warten könnt, und öffne eure Türen zur rechten Zeit. Gott segne euch, die ihr lauschen könnt, und senke in eure Ohren ihr gutes Wort. Gott segne euch, die ihr staunen könnt, und erfülle eure Herzen mit seinen Wundern. Gott segne euch, die ihr hoffen könnt, und stärke in euch ihre Verheißungen. Gott segne euch, die ihr lieben könnt, und mache euch zu hellen Feuern in Dunkel und Kälte. Gott segne euch, die ihr warten könnt, sehnsüchtig und ungeduldig, für euch und für alle, auf Gottes Zeit.